Hi und herzlich willkommen zur dritten und ja mittlerweile schon vorletzten Folge vom Totally Accurate Battle Simulator. Wir haben in der letzten Folge die Level 6 bis 10 gemacht, deswegen werden wir in der Folge 11 bis 15 durchspielen. Ich wünsche viel Spaß mit dem Video, bewertet auf jeden Fall den Part und wir sehen uns gleich in Level Nummer 11. Mal schauen, was wir hier so haben. Ein Haufen Schildtypen. Und okay, es sind nur Schildtypen mit Äxten, wie es aussieht. Mal schauen, was wir da am besten nehmen. So, ich habe jetzt mal was ganz Komisches probiert. Und ich habe nur Ninja-Typen aufgestellt. Die kosten 80 Credits. Und ich probiere es einfach mal. Ich habe die noch nie so in einem Kampf getestet, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, was die so drauf haben. Alter, nein! Ninjas! Oh Gott, wie die aussehen. Alter, ist das creepy. Aber sie haben es geschafft. Ein Hoch auf die Ninja-Meister! So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen Haufen Fußsoldaten. Können die auch irgendwas? Sind das so Wikinger? Ich denke, das könnten so Wikinger sein. Und, oh Gott. Seht euch mal die ganzen bösen Leute hier an. Ich muss das am besten... Ich probiere das mit so einem Hawachi irgendwas. Damit ich da ein paar Leute gleich in der Mitte wegholen kann. So, ich habe jetzt hier mal eine komische Verteidigung aufgebaut. Und zwar laute Bogenschützen, bis auf den hier. Das ist Ninja Meister. Kostet 700. Und er hat einen echt guten Attack Speed und auch 1000 Gesundheit. Mal schauen, was der so drauf hat. Ansonsten habe ich dieses Hawachi-Ding hier aufgebaut. Und wir werden uns das Ganze einfach mal ansehen, wie das denn so funktioniert. Oh Gott. Ja, okay. Okay, mein Hawachi-Teil macht ordentlich Damage. Auch die Bogenschützen. Und der Ninja-Meister sieht... Seht euch mal den Ninja-Meister an. Oh Gott, ist der cool. Alter, ist der genial, der Typ. Haben die jetzt alle niedergeschnetzelt? Ja. Okay, da sind noch zwei. Okay, die leben noch. Ich habe noch ein paar Bogenschützen und meinen Ninja-Meister. Komm Leute, ihr schafft das! Ich glaube an euch! Ihr seid meine Armee! Und wir haben gewonnen! Geil! So, was haben wir jetzt? Ein Katapult! Oh! Dann wieder zwei so... Ja, so... Was soll das eigentlich sein? So ein Axtschwinger? Ich denke mal, die könnten... Ja, bei den Crusadern sind sie nicht dabei. Was haben wir beim Misk? Barbarian, vielleicht sowas in der Art. Oh, M16. Interessant. Trump. Leute. Wir werden uns jetzt mal Donald Trump erzählen. Leute. Da ist einfach Donald Trump. Oh Gott, Alter, was macht der an Schaden? Der stellt eine Wand auf. Der stellt eine scheiß Wand auf. Leute, Donald Trump ist... Alter, wie geil ist das denn? Okay, der hat 5000 Gesundheit. Ah, okay, 5000. Wir haben auch Hillary. Oh Gott, wie geil ist das denn? Oh, ich kann nicht mehr. So, ich probiere das wieder mal mit meiner Bogenschützen- und Ninja-Meister-Taktik. Ich denke zwar nicht, dass das ganz so gut aufgehen wird, wegen dem Katapult eigentlich und weil die Typen alle Schilde haben. Ja. Ja, das lassen wir am besten mal. Und starten das Ganze mit normalen Ninjas und mit einem Ninja-Meister. Ich werde es einfach probieren. Vielleicht funktioniert ja das, wie ich mir das vorstelle. Und start. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Okay. Nein, einer meiner Leute ist gestorben. Okay, der Ninja-Meister eskaliert auf jeden Fall da hinten. Die anderen, ja, mehr oder weniger. Okay, es könnte ja funktionieren. Sie haben nur mehr das Katapult vor sich. Ich hoffe mal. Das Katapult tötet nicht alle. Oh Gott. Du schaffst es.
Du schaffst das Katapult. Warum helfe ich zum Katapult? Ich wollte eigentlich sagen, ihr schafft es, Ninjas. Und Victory. Yeah. Geil. So. Was haben wir denn hier? Sieht nach Speermännern und... und meinen... Axtschwinger-Freunden aus. So, klassische Taktik mit Bogenschützen und einem Ninja-Meister. Mal schauen, ob das funktioniert. Es sollte eigentlich funktionieren, ja. Perfekt, weil die haben ja nur Melee-Angriffe. Da ist natürlich so eine Bogenschützen-Taktik mit und einem Ninja-Meister eigentlich ganz gut, wenn der nicht sterben würde. Bitte stirb nicht, Ninja-Meister! Oh Gott! Überlebt er's? Überlebt er's? Er ist tot. Nein, er ist von uns gegangen. Aber die Bogenschützen haben den Rest erledigt. Alter, so viele Leute haben noch nie überlebt bei mir, glaube ich. So, was haben wir jetzt? Schildtypen und Ballistas. Okay. Also wir haben, Bogenschützen sind natürlich hier nicht ganz so effektiv, weil die ja ein Schild haben. Aber... huh. Was wäre denn gegen die am besten? Ich könnte... oh, ich würde... Leute. Ich werde nochmal Donald Trump hier aufstellen. Und ein paar... wo haben wir sie denn? Samurai? Naja, ich bleib bei den Ninjas. Und... und Donald Trump läuft hier einfach. Der sieht so genial aus. Und er macht auch Schaden. Das ist mir nicht mehr egal. Ihr müsst euch mal das anhören, was der auch sagt. Das ist ja auch schon so genial. Aber ich habe nur mehr einen. Wir probieren das Ganze einfach nochmal. Vielleicht klappt es diesmal. Die Kämpfe laufen mir immer etwas anders ab. Ich bin da noch voller Hoffnung, dass es irgendwie funktionieren könnte. Weil Donny ja wirklich sehr viel Schaden macht. Aber er dürfte halt nicht von den Typen hier getötet werden. Nein, Donald! Okay. Hat nicht geklappt. Schade. Dann probieren wir das mal anders. So, ich habe das jetzt mal mit zwei Kanonen, einem Ninja-Meister und normalen Ninjas probiert. Mal schauen, was die so machen. Ja, eine Ballista sieht schon halbwegs zerstört aus. Nein, mein Ninja-Meister ist einfach gestorben. Warum tust du das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich muss da mit eigenen Ballistern gegensteuern. Sonst funktioniert das nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Okay. Okay, dann probieren wir das anders. Okay, ich habe es anders probiert mit so einem Hawachi-Ding. Zwei Ninja-Meister und normalen Ninjas. Wir werden das einfach probieren. Ansonsten muss ich da eine andere Taktik auffahren. Aber ich denke, das Hawachi... Hawacha... oh Gott, es hat einfach gar nichts gebracht. Nein! Warum tust du mir das an? Okay, ich habe noch einige Ninjas, die... oh Gott, mein Ninja-Meister hat alle erledigt. Okay. Komm, ich glaube an euch, Ballistas. Okay, Ballistas, ich halte schon wieder zu den Gegnern. Okay, okay, okay. Ich habe noch drei Leute. Zwei Leute. Warum läufst du denn? Der läuft da... wieso läuft er da gegen die Ballista? Nein, es hätte so gut werden können. Es hätte so gut werden können. Oh Gott. Okay, aber wir wissen, es funktioniert. Wenn dieses Hawacha-Ding hier etwas mehr Schaden machen würde. Einfach nochmal probieren. Okay, okay, okay. Ja, ja. Mehr oder weniger hat das gerade geklappt. Aber mein Ninja-Meister eskaliert hier unten schon wieder. Ganz... ja, ganz gut. Eigentlich? Eigentlich. Ja, eigentlich. Oh Gott. Okay. Schafft ihr es, die Ballista zu töten? Nein, mein Ninja-Meister. Ich habe noch einen Ninja. Und er ist gestorben. Oh Gott. Okay. Einen Versuch gebe ich dem Ganzen noch. Ansonsten werde ich hier einen zweiten Ninja-Meister raushauen. Das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Nein, er ist schon wieder tot. Warum fokust ihr denn? Okay. Probieren wir das Ganze etwas anders. Mit einem zweiten Ninja-Meister. Und start, bitte, bitte. So, hoffentlich funktioniert das, wie ich mir das vorstelle. Ja, 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 ja. Ja, mehr oder weniger. Durchaus. Wenn... oh Gott, nein! Ihr tötet meinen Ninja-Meister! Okay.
Wir haben hier noch ein paar von den Schildtypen, die mein Zeitanninja-Meister übernimmt und eine Ballista. Komm, ich glaube an euch, ich glaube an euch. Ihr schafft es, die Ballista zu töten. Okay, wir haben hier 6 Leute auf dem Schlachtfeld gegen eine Ballista. 5 Leute auf dem Schlachtfeld gegen eine Ballista. Und sie rücken nach vor. Und sie haben meinen Ninja-Meister getötet. Bitte, 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 ihr schafft es. Ich glaube an euch. Die Ballista kann doch nicht so kurz schießen. Nein. Ja, 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 Victory. Huh. Und damit haben wir die Ballistas besiegt. Dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Wir haben jetzt ja, Level 11 bis 15 durchgespielt und es fehlen noch 16 bis 20. Das werden wir in der letzten Folge vom Totally Accurate Battle Simulator machen. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da, das würde mich freuen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao.